Lass uns in dem Video einmal anschauen, warum die meisten, ich würde sogar sagen 90%, 95% aller Lösungen da draußen, die irgendwas zu tun haben mit deinem E-Commerce-Problem zu lösen, einfach gar nichts bringen können. Also egal, ob du zu einer Agentur gehst, zu einem Consulting, zu einem Coach, zu einem Infoprodukt, whatever. Warum ist es quasi gar nicht möglich, dass du danach bessere Resultate erzielst? Und wie schaffst du es dann langfristig dementsprechend auch, endlich mal Wachstum zu erzielen und eigentlich dir das ganze Lehrgeld für diese ganzen Produkte zu sparen? Ja, was ist die Alternative? Was solltest du stattdessen machen? Du musst verstehen, dass das erste große zentrale Problem ist, das ist dein Business. Ja? So, Business. Und im Übrigen gilt dasselbe nicht nur wieder im E-Commerce, sondern es geht am Ende des Tages für, immer ein bisschen größer machen an der Stelle. Es geht am Ende des Tages für alle Konzepte, also egal ob Agentur, E-Commerce, Brand, es ist für alles anwendbar. So, das ist dein Business. So, ich hoffe, man kann es lesen. Ja, ich mag gerade die rote Farbe nicht so geil, aber spaßweise. Ja, es müsste besser sein. So. Und dein Business ist an sich simpel, aber wenn man sich so mal aufmalt, was alles so im Business abgeht, kriegt man schnell das Gefühl, dass es sehr komplex ist. Und an sich ist es zwar simpel, aber irgendwo hat es auch viel Komplexität. Es ist in der Simplizität sehr tief. Also, wir haben auf der einen Seite zum Beispiel so ein Marketing-Department. Ja. Dann haben wir auf der anderen Seite Sales-Teams, unser Sales-Team. Dann haben wir als nächstes Accounting und Finance. So, das ist ein Department. So, das können wir jetzt weitermachen. Ja, je nachdem, selbst wenn du ein Solopreneur bist und all das nicht hast, also keine Team-Members hast, keine Teammitglieder, hast du am Ende des Tages trotzdem die ganzen Departments. Du bist halt der Einzige, der das Ganze ausübt. Also, machen wir weiter. Wir haben Customer Success, wir haben Fulfillment. Ja. Also, es ist tatsächlich die Delivery des Produktes und so und so fort. Das können wir jetzt hier überall weiterspielen. Das ist erstmal das zentrale Problem eigentlich. Das hat die meisten Lösungen gar nicht funktionieren können. Denn was die meisten Lösungen machen ist, die schmeißen sich nur an ein Problem ran. Das heißt, wir haben zum Beispiel Customer Success. Dann gibt es zum Beispiel ein Coaching, was dir beibringt, wie du halt zum Beispiel besser deine Kunden onboardest oder deine Kunden besser fulfillst, wie du gewisse Dinge automatisierst. Dann gibt es eine Lösung, die erklärt dir zum Beispiel, wie du dein Backend-Marketing optimierst, indem du zum Beispiel irgendein Loyalitätsprogramm einführst. Ja, ein Loyalty-Programm zum Beispiel. Man wird es wahrscheinlich lesen können, weil es ist grün. Ich hoffe, man kann es lesen. Egal, Loyalty-Programm steht da. Ja. Dann haben wir einen Facebook-Ads-Kurs, ja, Meta-Ads. Oder wir haben einen Coach, der es beibringt, nur Creatives zu machen. Und so weiter und so fort. Geschweige dessen, dass wenn du für alles jemanden holst, das extrem kostenintensiv ist, das zentrale Problem, dass Business nicht linear ist. Das heißt, all diese Departments, ich habe jetzt mal vier ausgemalt, weil das schon komplex genug ist, da und da mal zu erklären. Aber Änderungen in den verschiedenen Departments haben direkten Einfluss auf die anderen Departments. Das heißt, was wir im Marketing verändern, bleibt nicht nur Marketing, sondern es hat einen direkten Effekt. Ja, zum Beispiel, was wir Meta jetzt machen, hat einen direkten Effekt auf die Sales. Ja, das war ein super Beispiel, jetzt, wenn du jetzt kein E-Commerce-Brand bist, sondern zwar Agentur oder Coach oder so, oder Consulting-Firma, dann haben die Meta-Ads, die hier im Marketing was ändern, direkt auf die Sales, damit auch sofort auf Accounting und Finance und damit eben auch direkt auf Customer Success. So, weil wenn wir hier nur ein bisschen was ändern, zum Beispiel die Angle, so, dann ziehen wir automatisch vielleicht andere Kunden an. Das heißt, hier werden die Raten schlechter, wir haben geringere Closing Rates, wir haben weniger Profitabilität, können vielleicht im Hiring später, im HR, können wir nicht mehr so geile Team-Events machen. Customer Success wird schlechter, wir haben eine höhere Churn Rate, was wir direkt. Also, so, was ich damit sage ist, alles, was wir ändern, selbst wenn wir in Sales was ändern, hat es direkt Impact auf Marketing. Wenn wir in Accounting und Finance was ändern, kann das einen direkten Impact auf Sales und Marketing haben. So, ich treffe eine Entscheidung, was zum Beispiel Budgetplanung oder so betrifft, hat einen direkten Impact aufs Marketing, wiederum wieder auf Sales und auf Customer Success, dann auch auf HR und so weiter und so fort. Und das ist das zentrale Problem von den meisten Produkten. Sie konzentrieren sich nur auf ein Thema und wenn der Endkunde, ja, du ja zum Beispiel im Fall, irgendeine Änderung macht, hier oder hier, dann haben sie nur das Bild hiervon. Das ist so, als ob ich die Mona Lisa mal, aber halt nur mit einem Viertel des Bildes. Wieso zu erkennen? Gut, du würdest wahrscheinlich, weil du so oft gesehen hast, würdest du immer noch wissen, dass die Mona Lisa ist. Aber jemand, der die Mona Lisa nicht kennt, das Bild, kann nicht erkennen, was auf dem Bild ist. Es kann die Zusammenhänge nicht herstellen und kann dich dementsprechend auch nicht beraten. So, das heißt, du musst
in der Lage sein, das gesamte Bild zu sehen. Ohne das gesamte Bild kann ich keine Entscheidung treffen. So. Ich kann dich nicht beraten. So. Zum Beispiel wir bei eComorbid, so, unsere E-Commerce-Consulting-Firma, wo wir jungen Brands dabei helfen, eben sich am Markt zu etablieren, die ersten 30.000 bis 50.000 Euro Umsatz zu machen. Meistens machen sie am Anfang wie 2.000, 3.000. Wenn wir dann nicht das gesamte Bild hätten und die verschiedenen Departments kontrollen würden auf öffentlicher Basis und die verschiedenen Wachstumszahlen, die Änderungen anschauen würden, ja, dann könnten wir nicht beraten. Dann könnten wir nur in dem Ökosystem, was wir sehen, selbst wenn du Marketing-Coaching geholt, ja, was dann schon mal ein bisschen mehr wäre, ja, zum Beispiel Loyalitätsprogramme, E-Mail-Marketing, Meta-Ads, Google-Ads, Creatives, TikTok-Ads, alles zusammen, dass dafür ein Coach, das gesamte Marketing dich berät oder ein Infoprodukt, wo du dann irgendwie noch so eine Consulting-Dienstleistung mit drin hast, dann kann er dir nicht sagen, warum vielleicht der Umsatz eingebrochen ist, weil er keinen Überblick über den Stock hat, ja, weil er nie sieht, okay, wie schaut es eigentlich hier logistisch aus, ja, was ist das für Logistiksysteme? Nutzt du einen 3PL-Anbieter, machst du es in-house, wurden Dinge geändert, hast du ein Low-Stock-Alert-Management, wenn es darum geht, eben auch deine Ware zu managen von den Bestsellern. So, Business ist, wie gesagt, nochmal, also es ist, zu wachsen ist an sich simpel, es ist Input-Output, ganz simpel. Aber es wird halt deutlich komplexer. Und nochmal, Business ist nicht linear. So, das heißt, nur weil du hier was änderst, ändert sich nicht nur hier was, sondern es ändert das gesamte System. So. Im Marketing ist es übrigens auch so, mal auch ein schönes Beispiel, dass auch in den Systemen selber keine Linearität herrscht. So, nur weil du andere Creatives machst, die jetzt einen besseren CPC haben, das heißt, du hast mehr Traffic auf der Seite, heißt das nicht, dass dein Store, also jetzt zum Beispiel eine Conversion Rate, also ein Online-Store, dass hier, ja, die bessere, dass du mehr Verkäufer erzielst. Weil du plötzlich mit der anderen Angle jetzt zwar kostengünstiger Traffic einkaufst, aber der Online-Store nicht besser konvertiert, weil einfach der Traffic lower quality ist, ja, also geringere Qualität hat. Es ist nicht so einfach und deswegen kann es nicht funktionieren, wenn du dir nur jemanden holst. Oder es kann funktionieren, wenn ein sehr, sehr erfahrener Geschäftsmann sich so etwas holt. Das heißt, du machst zum Beispiel vielleicht schon eine Monthly Run Rate von 1 Million im Monat an Umsatz. Ja, du hast viel Erfahrung und selbst dann, ja, wenn du einen externen Berater reinholst, könnte ich mehr unterstützen, wenn er das gesamte Bild hätte. So. Das ist das erste zentrale Problem. Dann gibt es aber noch ein zweites großes Problem. Das zweite große Problem ist nämlich, dass die meisten Dienstleistungen und Produkte da draußen immer einen Schritt zu spät ansetzen. Das heißt, da wo der Erfolg entsteht, wenn das die Linie ist, greifen sie hier an. So, ich meine 2, weil es der zweite Schritt ist. So, jetzt siehst du es. Hier greifen die meisten an. Du siehst aber auf der Kette, hier ist die Linie zu Ende, das macht nur 20% des Erfolges aus. Das Problem ist, hier die 80% des Erfolges, darüber spricht keiner. Ja, darüber wirst du nicht informiert. So, und was ist diese 80%? Das ist der sogenannte OMF. So, Offer Market Fit. So, wie kriegen wir es überhaupt hin, dass jemand dein Produkt überhaupt will? Ja, deine Leistung, deine Dienstleistung, dein Angebot, whatever, nenn es wie du willst. Egal, ob du E-Commerce bist, Agentur oder. Eine Agentur, Coach und so, die verkaufen hier meistens immer, das sind so die klassischen Angebote, davon siehst du 90% am Markt. Meta-Ads, TikTok-Ads, E-Mail-Marketing, sieht man noch viel. Ah ja, Klassiker UGC-Creatives, Tracking. Da sind teilweise Punkte, weil die machen nicht mal 20% vom Erfolg aus. So. 80% der Erfolg steht hier. So. Und darüber sprechen 99% der Anbieter nicht. So. Und deswegen kann es nicht funktionieren. So. Weil die meisten von euch bringen nicht die Basis mit, damit einfach sich jemand reinsetzen kann, wie ein Infoprodukt verkauft, eine Consulting-Dienstleistung, eine Agenturdienstleistung. Und das zündet einfach. Du bringst die Basis nicht mit und du weißt es nicht besser. Und das ist eigentlich die Verpflichtung von dem Dienstleister in dem Moment, dafür zu sorgen, dass er weiß, dass du es nicht weißt. Weil rein statistisch gesehen die meisten es nicht wissen, die das zu lehren. Das macht aber keiner. So, das resultiert dazu, dass du keinen Erfolg hast, dann erzählst Agenturen und Coaching-Dienstleistungen scheiße, funktioniert nicht, Infoprodukte lohnt sich nicht mehr. Das zentrale Problem ist einfach nur die Methodik dahinter. So, es kann nicht funktionieren, wenn man die wichtigsten Dinge auslässt. So, das sind die zwei zentralen Probleme. Was machst du jetzt also? Ja? Wie kriegst du es hin, also mit Consulting, Agenturdienstleistungen, Dienstleister ordentlich zu arbeiten und an die 5% zu gelangen. Weil es gibt definitiv da draußen am Markt tolle Dienstleister, die sehr, sehr, sehr viel Zeit investieren ins Produkt. Und das sind nicht nur wir. Ja? Ich bin fest davon überzeugt,
dass wir sehr, sehr viel richtig machen. Es gibt aber auch andere Player am Markt, die auch tolle Sachen machen, so, von denen man viel lernen kann. Ja? Und das ist am Ende des Tages eine Aufgabe, wirklich zu schauen, ich brauche einen Dienstleister, der mir dabei hilft, das gesamte Bild zu sehen, weil Business ein bisschen komplexer ist, als nur ein Department. Es ist immer noch simpel an sich, aber es hat irgendwo auch viel Komplexität. Ich weiß, es ist ein bisschen konträr zueinander, aber ich denke, du verstehst, was ich meine. Und auf der anderen Seite zu schauen, schult er mir wirklich die, wenn ich es sowieso schon weiß, idealerweise nimmst du Eigenverantwortung in die Hand und kümmerst dich selber darum und informierst dich darum. Zum Beispiel unsere Kunden, allein OMF, in unserem Consulting-Programm, sind allein 10 Stunden Videomaterial, wo ich nur darüber rede, wie man auf dem Market Fit findet. Also Marktfitness erlangt, wenn man so ein bisschen an Charles Darwin erinnern darf, zum Beispiel. Ja, sogenannte Fitness aus der Biologie. Das wollen wir am Markt auch schaffen mit unserer Offer. So. Und genau, da einfach Eigenverantwortung zu übernehmen, selber darum zu kümmern, weil die meisten jetzt in die Schulen, wenn du nicht bei uns Kunde bist. Übrigens für die E-Commerce-Brands, die paar, zwei, drei E-Commerce-Brands, die das Video jetzt sehen werden, gerne einfach, wenn du, mir ist egal, ob du draufklickst, ich habe mit dem Video heute alles gemacht, aber kannst gerne mal auf den ersten Link klicken, da werde ich dir einfach mal erklären, wie wir so unser Prozess vorgeht bei unseren E-Commerce-Brands, wie wir es eben schaffen in der Rekordzeit, meistens so 3 bis 6 Monaten, die ersten höheren fünfstelligen Umsätze zu erlangen, also 30 bis 50.000 in der Regel. Wenn es interessant für dich ist, schau es dir an, buch dir gerne einen Termin, mir ist Banane. Ich will dir heute erstmal zeigen, wie gesagt, wie du es alleine theoretisch weitestgehend schaffst, Eigenverantwortung zu übernehmen, dich darüber informieren, Market Message Fit, OMF, Offer Market Fit, PMF, Product Market Fit. Das ist einfach so mit einer der wichtigsten Sachen. Und dann kann man irgendwann darüber nachdenken, solche Dinge mit reinzubringen. Und selbst das, wenn du einzelne Anbieter reinnimmst, ist es meist schwierig aus dem vorgenannten Grund.